Ja, Freunde, Sowjet ist wieder dran und ja, nach meinem kleinen Wochenende bei Battlefield muss ich jetzt auch mal wieder ein bisschen HandG spielen. So, jetzt mit dem zum ersten Mal bin ich jetzt sozusagen neu hier. Ich könnte auch mal Fabrik spielen. Oh. Und mit meinem kleinen Sowjet ist das alles gestandet. Können wir uns nebenbei die neue Fabrik nochmal angucken, ob sie da nochmal was getan haben. Ich habe die Fabrik ja noch nicht gespielt. Kriegen wir aber nicht. Oh, wie schade. Oh. Nein, mit meinem Sowjet ist mir das sowieso lieber, wenn ich jetzt hier was relativ Einfaches habe. Also sprich eine Map, die ich kenne. Am besten natürlich Verteidigung, ist klar, wenn man was leveln will. Dürüm, 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 dürüm. Iveron, mein Gute. So, wir haben ja knapp 30.000 Credits. Wir brauchen nur ungefähr noch zwei, drei Spiele, bis ich meinen Wagen endlich habe. Die Waffe ist immer noch. Wir haben immer noch nichts. Wir haben noch nichts modifiziert, großartig, bis auf die Munition. Wenn ich den Wagen habe, werde ich erstmal die Waffe ausbauen. Ha? Ist alles nicht so einfach. Wenn man nur diesen Soldaten hat, wirklich jedes Spiel hier aufnimmt. Aber ich finde jetzt so, ne, also Rang 6 ist er ja schon, Rang 7 könnte ich jetzt schon kommen. Ich habe keine Vorstellung, wie gut das ist ungefähr. Also Rang 7 könnte heute knapp werden, je nachdem. Wenn wir uns Mühe geben, 2200 Punkte bräuchte ich etwa. Könnte knapp werden. Vor allen Dingen, weil ich ja auch keinen Wagen habe. Mit Wagen würde ich sagen, ja, ist drinne, Punkte einzunehmen. Und wir laden uns heute wieder tot. Spawn, 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 spawn. Ein Spawn bei dem anderen. Ach, gehen wir halt zu Fuß. Leck mich doch. Ich muss sowieso mein Heavy Set trainieren. Ich komme da nie rechtzeitig an. Das wird nichts mit den 2000 Punkten. Rein theoretisch bräuchten. Da kommt schon wieder die erste Messerschmitt an. Lauf, komm, vielleicht schaffen wir es noch. Nein, es sieht schlecht aus. Haben wir der Panzer gegen uns? Ja, natürlich. Leichte. Ich höre doch schon wieder alle Panzer. Komm, wir schnorren noch ein paar Punkte. Nochmal eine Deckung, der kommt. Bin ich eigentlich Truppführer? Nein. So, bei uns sind zwei Mann. Da drüben ist einer. Ich fahr doch da nicht hin. Da steht der Party-Lux. Macht Stimmung. Der könnte HE haben. Und da kommt der nächste HE-Lux um die Ecke und da stehen sie alle. Ah, stehen sie wieder alle oben auf dem Hügel? Ja, da kommen wir nicht dran. Machen wir die C-Line mit zu. Lasse da oben mal stehen. Hätten sie direkt mit den Panzern angegriffen, dann hätten sie vielleicht eventuell gleich B3 gehabt. So haben wir jetzt genug Zeit, um C1 zu cappen. Hier steht immer noch ein Wagen. Ich fühle mich nicht wohl. B2 greift der Gegner überhaupt an? Das war aber knapp, mein Freund. Hier ist doch irgendwo eine Karabiner. Wohlgemerkt, wir pushen den Gegner gerade tot. Warum weiß kein Mensch? Ich habe wieder 0-1. Warum? Richtig, weil der Gegner gar nicht da ist.
Da war ein Gegner. Und jetzt ist der Gegner wieder weg. Ich sehe niemanden, also kann ich noch niemanden erschießen. Ist er jetzt tot? Ja, nein, vielleicht. Wir sollten bei C2 den Rücken decken. Der hat ein Sturmgewehr 44 parat. Mit dem sollten wir uns nicht unbedingt auf weiter Flur anlegen. Wo ist er? Der campt doch hier bestimmt drinne. Kenn ihn doch, den Traveliner. Der wartet jetzt so lange, bis ich hier reinlaufe in den Club. Erstaunlich, ne? Das ist eine Verteidigungsmission. Der Gegner soll angreifen. Ich habe bis jetzt nicht einen Gegner gesehen. Nur ein paar Panzer? Ich bin schon wieder bei der gegnerischen Basis. Es ist einfach herrlich. Ach, zwei Schuss reichen wieder nicht aus. Ach komm, leck mich doch. Steht der Lux da und gehemmt. Da komme ich auch nicht ran, ey. Die stehen hier mit drei Panzern in der Ecke, Junge. Dreimal schön daneben geworfen. Wunderbar, Roland. Ganz toll. Ein Scharfschütze? Naja, bis hier sind wir schon mal gekommen. Ich kriege ihn nicht holen, es ist einfach geil. Mit an der Basis wird hier gegangen. Jawohl, und auf zwei Leute wieder warten, weil der Gegner nicht angreift. Das ist herrlich. Ja, es ist einfach wichtig, dieses Gewehr auf Tool zu kriegen. Warum der dritte Schuss nicht gewertet wurde, keine Ahnung, man weiß es wieder nicht. Ach nee, ey, nix passiert. So, B-Seite kannst du auch nichts machen. Kein Gegner da. Du kannst nichts machen. Es ist einfach herrlich. ...02. Für mich zählt es nicht, weil ich bin wieder Angriff gespielt, ne? Es ist hier nur purer Angriff. Ich bin hier nur in der Vorwärtsbewegung, obwohl ich nicht mal dazu verpflichtet bin. Wenn ich bei O1 oder O2 stehen würde, würde rein gar nichts passieren, weil... Es kommt ja keiner. Das ist der Mann mit seinem MG. Da kommt der Panzer 2 angefahren. Mit dem wollen wir uns erstmal nicht anlegen. Jawohl, und er campt wieder mit seinem MG da oben und freut sich und lacht sich einen Ass. Die
diesmal nicht. Dams. Erschossen? Gegner? Richtig. Null. Haben wir Munition? Nein. Sollen wir uns Munition holen? Ja. Ohne Munition kein Kampf? Kennen wir ja. Kommen wir hier jetzt an First Aid ran? Oh, sieht gut aus. Stehen bleiben! Hendo! Guter Mann. Alle Mann in Deckung. Egal wo er ist. Erstmal wieder hinschmeißen. Oh, Heckenschützenparadies! Der Gegner hat sich 10 Minuten ganz taktisch zurückgezogen. Babs! Babs! Die RPG haben ganz schön Durchschlagskraft. Ich soll da jetzt rein? Ich weiß, ich trau mich nicht. Ich habe heute auch mal einen erschossen, Mensch. Und wieder von irgendeinem MG angeschossen. Ich habe Zeit, mein Freund. Der campt. Mal sehen, wie lange das jetzt dauert. Der wartet, bis ich rauskomme. Wir kriechen davon, MG! La 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 la. Der campt da hinten! Der könnte ja von mir erschossen werden! Und wieder hinschmeißen. Na, wie lange campen wir jetzt da hinten? Es ist aber auch heute wieder ein Kampf mit mir. Ja, mein kleiner MG-Freund, da sitzen wir immer noch im Busch und warten, dass der Roland wieder rauskommt. Hm. Ach komm, leck mich doch! Schieß auf ihn! Guter Mann! Ja? Roland hat auch Freunde hier im Schaufen. Feld irgendwo im Gras. Kommt eine Hai geflogen, setzt sich nieder auf den Fuß. Eine RPG habe ich noch. Jawohl, und der kleine Schildkrötenpanzer, der Trottelfinger. First Aid Wagen? Ja. Wer kein First Aid mehr hat, kann nicht mehr kämpfen. Ganz einfach. Oh. Party der Geluxte. Geh weg, du stinkst. Und du bist hässlich. Euro, der sitzt da drin in seinem hässlichen Kabüffchen. Nein, aber bei mir trifft natürlich wieder nichts. Es ist wieder herrlich. Wenn ich mit der Panzerfaust schieße, ist keiner tot. Aber wenn auf mich mit der Panzerfaust gerotzt wird, dann sind alle Wege unergründlich. Ja, wir haben wieder mal mehr Panzer abgeschossen als gar alles andere im Spielfeld. Ja, ist ja wieder klar.
ran. Rückzug, die haben zu viele Panzer. Ob ich dort außen rumkomme oder nicht, sagt mir gleich das Licht. Yes, sir, Mexikaner, heute laufen alle außen rum. Außer. Babs, Junge, wir sind immer noch Freunde. Und du und ich. Scheiße! Wow. Ja, natürlich! Sofort gewusst, dass ich da lang gehe. Jeder normale Panzer wäre zurückgefahren. Er nicht. Er bleibt an der Stelle ganz genau stehen und lässt sich lieber von der Jagd klatschen. Ich bin aber auch heute schlecht im RPG-Werfen. Aber eigentlich denke ich auch immer, dass der Gegner auch mal sich bewegt, aber... Tut mir leid, man kann nicht immer damit rechnen, dass der Gegner, ja, sich nicht bewegt. Aber immer wieder amüsant. Aber zumindest hat der Gegner schon mal C3 erobert. Also das müssen wir ihm doch schon mal zugute halten. Ja. Und Sowjetrasche. Wir wurden da gar nicht vom Sniper abgeschossen. Na komm. Komm, die Gelegenheit ist günstig. Da ist er. Da läuft er. Ah. Oh. Heldenhaft läuft er mit seiner Sniper davon. Bei der Lichter. Oh, da hat sich aber einer Mühe gemacht. Oh. Schön auf den Arsch gehauen. Ein inneres Bedürfnis. Wenn alles nicht geht auf dem Spielfeld, aber das geht immer. So viel Zeit muss sein. Sollte man noch B3 runtergehen, oder? Erstmal noch C3. Oh, der Sniper ist mir, glaube ich, noch sauber von eben. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn der getroffen hätte. Der traf nicht. Wie ist das so, wenn man hier so campt, hm? So, wieder auf zum Angriff. Hokus pokus, Sterbibus. Mein Gewehr allein, du und ich. Immer wieder lässt sich weiter. Komm, wir holen dir mal Munition, so viel Zeit muss sein. Und zack, vom Camperkübelwagen irgendwo in der Walachei steht einer und wartet darauf, dass einer an die Munibox geht. Wenn man so viel Langeweile hat, das können die nicht gewinnen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man sich so anstellt, kann man nicht gewinnen. Es geht nicht. Ganz ehrlich, wie oft? Ich wurde noch nie von dort aus mit einem Kübelwagen beschossen. Noch nie. Weil das total absolut nichts bringt in der Richtung. So, Party der Geluxte. Aber wenn ich hier nicht mal Munition holen gehen kann, weil jeder darauf wartet, irgendwo auf den Punkt zu gehen. Jawohl, und Headshots. Na klar.
So weit hinten kann man gar nicht stehen. Das ist schon wieder Wahnsinn. Also wirklich jedes Mal darauf zu spielen, dass der Gegner irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr, weil so viel gecampt wird. Ne? Also das ist wirklich auch eine Spielvariante, die kann man durchziehen. Die kann funktionieren, muss aber nicht. Lief doch gerade eine. Laufen. Das ist eh mein Noob-Soldat, ja. Wenn mit dem Kacklappen mal verkacke, ist das alles nicht so schlimm. So. Wo kann er sein? Ja! Der hatte aber auch nichts mehr, sonst hätte ich ihn nicht in den Fuß geschossen. Na, läuft doch. Mehr oder weniger. Da ist einer, da ist einer. Bams! Da wird spontan improvisiert. Wer nicht schießen kann, der muss schaufeln können. Ja. Bams! Allein du und ich. Kamikaze! Bams! Ich trau mich nicht nachzuladen! Dann hört er mich! Die Schaufel ist toll, oh yeah. Seda, Seda, Seda. Seda, Seda, Seda. Lass mich raten, Munition? Ja, natürlich! Da steht der Luxi und kennt! Du drehst dich nur mal kurz um und siehst im Augenwinkel schon wieder den Panzer anrollen! Mach! Wir gehen rein und wieder raus. Ja! Ja, da war die Leiter mal kurz wieder nicht bewacht. Wow, wow, wow. Ach ja. Trapp, trapp, der Tripper. Tripp, tripp, der Sniper. Wie sieht's aus? Ich komme hier nie lebend weg. Aber ich muss weg. Ich hab nämlich kein Live mehr.
Und der Scharfschütze Willibald hat wieder Langeweile. Lux, hinter mir rechts. Rett dich drauf. Dann wette ich meine rosa Rosette drauf. Nee, heute nicht. Da unten steht unser Panzer gut. Und hier wird der Party-Lux. Der schmeißt hier die Leute auf den Haufen. Tut mir leid, ich habe noch keinen Verstellschlüssel, aber der steht ganz oben auf meiner Liste. Nach einem Wagen und das SVT verbessern, dann irgendwann kommt mal ein Verstellschlüssel an. So. Oh, wisst ihr, was ziemlich nice wäre? So ein First Aid, das wäre jetzt ziemlich nice. So 2 Minuten vorm Ende. Aber hier hinten gibt es ein First Aid. Das weiß ich. Jawohl, hier hinten stehen unsere Panzer und warten, dass einer kommt. So, wie sieht's aus? RPG, Munition. Unser Panzer wird beschossen. Das ist jetzt von der 1, von der Skala von 1 bis 10 nicht ganz so toll. Und gleich ist er kaputt. Wir sind auf einer lustigen Fahrradtour. Lustige Fahrradtour. Scharfschütze Willibald, komm. Komm, wir warten noch alle drauf. Pflück den Roland vom Fahrrad. Natürlich. John George Lattensniper sitzt irgendwo hinter mir und freut sich gerade. Gut, von hier aus gehen wir zu Fuß. Weil der Roland das am besten kann, schleicht er sich wieder von hin. Irgendwann treffe ich den mal und dann. Dann fühle ich mich toll. Kübelwagen vernichten, taktische Vernichtung. Handgranatenspam. Alle Mann nach oben, stürmt den Laden. Jawohl. Wird 2 Mann überwältigt. Ja, der ist tot. Wenn 3-0 drin steht, ist er meistens oben tot. Nicht immer, aber oft. Komm, jetzt können wir uns den Lux nochmal ordentlich versorgen. Bams, Junge. Schieß! So kann es auch gehen, ja. Abstauberkill wieder mal in allerletzter Sekunde. Hier wird schon wieder gesnipert. Hier wird nicht mal aus meiner kleinen Musicbox. Ja, fahren Sie ruhig mit dem Wagen hier umher. Fahren nicht genug Lux unten draußen. Viel Spaß. Gibt dir 2 Minuten mit der Karre. Wollen Sie noch spazieren? Kommen Sie doch wieder vorbei, wenn es wieder heißt Lux und ich fahre mit meinem kleinen Zivilassau mehr. Natürlich. Klar, warum nicht? Soll ich wirklich C2 angreifen? Wie sieht's denn aus? Wir könnten nach B3 gehen. Ich weiß nicht. Das ist so muffig hier. Und das riecht nach Camper. Ganz viel. Wisst ihr, dass ich mich ziemlich unwohl fühle, wenn ich hier alleine umherlaufe? Jetzt ist doch mal gut hier! Jawohl, und Headshot! Ey, wo?
Von da hinten! Ja, natürlich hat er den Kopf getroffen. Was denn sonst? Alles kein Problem. Hätte ich auch gekonnt. Einfach mal ein bisschen Spray mit mir wäre, da treffe ich auch mal den Kopf. Es ist wieder herrlich. Roland kriegt wieder Headshots aus Situationen, die wieder mal lächerlich hoch 3 sind. Ah, das soll's. Oh. Wie viele Panzer haben wir denn eigentlich neben uns? So viel sind es gar nicht, 5 Stück oder so. 5, ein Flieger, wie viel haben wir denn? Oh ja, wir haben auch so ein paar Panzer. Oh. Der T-70, der qualmt und dampft, aber der ist noch gut. Ja, wieder rein in den Schuppen. Und dann trifft wieder den. Natürlich, und Headshot. Ohne Diskussion, kurz angelegt. Ach nee, nur 19. Entschuldigung, es war kein Headshot. Aber es fühlte sich so an. Einmal kurz One-Shot, alles kein Problem. Ja. War ja auch ein Panzerfahrer, was denn sonst? Wo erwartet man einen Panzerfahrer? Richtig, mit einer Sniper oben auf dem Dach. Ich hätte eigentlich mehr Sniperbeschuss erwartet, aber noch geht's. Aber ich höre da hinten einen. Komm, wir wollen noch einen Sniper schaufeln. Ach, leck mich. Leck mich! In die Einsatzzone. Und zack. Jawohl. Er hat mich jetzt von da hinten erschossen. Er guckt Richtung seinen eigenen Spawn wieder mal. Ich sag ja, wie man nur so auf KD aussteigen kann und auf seinen eigenen Spawn zielt. Ja, dann lass ihn B3. Dann lass er doch. Was wollen sie da hinten machen? Ja. Und mehr er mit der Mosin abschießt, umso peinlicher ist es. Wenn man als Panzerfahrer mehr Leute als Infanterist abschießt, als wenn man im Panzer sitzt, ne? Dann ist das, ja. Also früher hat man gesagt dazu, wenn man in der Schule einen Aufsatz geschrieben hat über das falsche Thema, Thema verfehlt. Und das ist dann durchgefallen. Ne? Und das ist dann Minimum eine 6. Fass es nicht, steht er da und schießt die Leute weg mit der Mosin. Hier kommt ja wieder keiner. Stimmt, jetzt wird sich. Die ersten 10 Minuten wird sich taktisch zurückgezogen und die zweiten 10 Minuten auch. Damit man am Ende noch eine ganz gute KD hat. Das ist alles Taktik, ihr habt alle keine Ahnung hier von dem Spiel. Jetzt wird sich hier taktisch zurückgezogen. Hat aber wieder rechtzeitig einen. Ach. Sprayen sie wieder mit der C96 von Nololulu. Wer schießt denn hier auf mich? Geh weg. Wo kommt er denn her? Piloten rennen hier umher. Ich hab die Werbung von Toyota ja gar nicht gesehen. Nichts ist unmöglich, Toyota. Elegant von hinten abgeknallt. Ja, anders kannst du es wieder nicht. Ja, ich weiß, aber es ist doch so. Ich habe keine Ahnung, wo die Schlumpfenprinzessin sich versteckt. Also ziehen wir mal kurz raus. Gehen an das First Aid. Da ist er. Seine hässlichen MP40. Hier sind zwei. Du auch? Niemals in eine Richtung gucken. Ah, MP40. Oh, ich bin zu Hause. Oh, die Welt ist so schön. Geh weg. Die ist aber nicht auf 720 Schuss in der Minute. Der Wagen steht noch mit dem First Aid.
Management. Und wenn hier irgendwo ein Camper steht, seht ihr, wenn die Killcam angehen. Na, von welcher Seite werden erschossen? Die Wetten sind noch abzugeben. A, rechts. B, links. C, absurd von hinten. Jetzt brauchst du mir schon ordentlich mitnehmen. Jetzt nehme ich schon das Add und ein Falschmisch. Jetzt sind aber noch mal um zwei gekämpft. Jetzt wollen wir es aber wissen. Haben wir hier irgendwo ein Fahrrad? Ja. Rückzug. Letzten 2 Minuten O2 verteidigen. Hart fahren. Kikorei, Tour de France. Ivan. Jetzt will der Gegner aber nochmal 2 Sekunden vom Ende nochmal gewinnen. Will ich es nochmal überleben? 30 Minuten gecampt, jetzt wäre die Zeit zum Campen vorbei. Oh, wie schade. Laufen, laufen, fahren, Bewegung. Wir hängen hier etwas fest. Ja, ist ja gut, dann komme ich runter. Komm, 4 gegen 2. Hey, Feigling Hannibal! Netter Versuch. Oh, yeah, yeah. Dam, 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 dam. Und wieder einmal beweist sich, wenn Nero seine Waffe in der Hand hat, dann könnte das sowieso aufhören. Ja. Ja, diese mächtige Großoffensive in den letzten 2 Sekunden hat doch mal wieder gezeigt, wie der willensstarke deutsche Angriff wieder mal zurückgeschlagen worden ist. Ich bin leider nur Dritter geworden und wir haben, wie viele Punkte haben wir gekriegt? Ja, gib mir 3 Sterne, weil der Gegner wieder so miserabel angegriffen hat. Ach, nee. Oh, aber 11.000 Credits gemacht. Ja! Wir haben jetzt 40.000 Credits etwa. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Noch ein Spiel. Dann haben wir's. Ich hätte jetzt eigentlich so mit 6.000, 7.000 gerechnet. Nee, oh, keine Ahnung. 29.000 vom letzten Mal, ja. Knapp, aber ich muss die RPG-Granaten reparieren. Ja. Nein, mache ich nicht. Ah, doch, müsste ich. Dann wäre das ganze Geld wieder weg. Ja. Ja, das wär's. Das wäre traurig. Das wollen wir ja nicht. Müssen wir nächstes Mal mit Tellamin spielen. Ist ja egal. Nichtsdestotrotz, ich muss ja die Truppe auflesen, bevor die alle wieder mit spielen wollen. Und ich bin gar nicht anwesend. Also, ich habe jetzt hier 11.000 plus gemacht. Ja, ich habe ein Spiel gemacht heute. Und zwar genau exakt das hier. So, wie war ich? Skala von 1 bis 10? Wie immer, Roland. Eine gute 3. Nein, war ein schönes Spiel. Und beim nächsten Mal kaufen wir dann auch endlich den Wagen. Wird ja auch langsam mal Zeit, ne? Nach 20 Folgen.